Grüß dich. Marco, ja, man muss ja ganz ehrfürchtig werden, was du in letzter Zeit angestellt hast, das passiert nicht vielen. Man kann sogar sagen Europäern, geschweige denn deutschsprachigen Künstlern, du hast Amerika aufgerollt. War das ein Glücksunternehmen? Hast du gesagt, wir versuchen es mal, da unsere Platte zu starten, und ist das dann selber losgegangen? Wie ist das gewesen? Es war genauso viel und genauso wenig ein Glücksunternehmen, wie es ein Glücksunternehmen war, das vor 5 Jahren der Kommissar Nummer 1 in Deutschland wurde. Wie das so ist als Österreicher in Amerika, als ich professionell das erste Mal drüben war vor 5 Jahren, haben sie gesagt, oh, Falco, you come from Austria, aha, what's about the kangaroos? Und also, wie geht's den Kangaroos, ne? Dann war ich 2 Jahre später dort, haben sie gesagt, ah, jetzt kennen wir dich schon ein bisschen besser, du kommst also aus Wien. Wie alt ist denn der Sigmund Freud jetzt? Oh. Ja? Und jetzt mussten sie mich leider fragen, ob ich auch den Herrn Dr. Waldheim gewählt habe. Also das ist eine... Das hast du aber inzwischen längst vergessen, insofern... Das ist eine Geschichte, weißt du? Ich glaube heute, dass der Erfolg in Amerika ein ganz logischer war, weil ich von Anfang an mich bemüht habe, international zu arbeiten. Und dass man... In Amerika ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Sie sprechen überall noch Englisch, aber ja. Sie hören heute ein bisschen mehr Deutsch. Aber Sie lieben inzwischen Amadeus. Falco, wenn man plötzlich so erfolgreich wird und einfach die Welt erobert, ist dann Deutschland, ist dann Österreich noch interessant? Also siehst du dich immer noch als Austrian-based, wie es also heißt? Holst du deine Kraft noch in den bayerischen und österreichischen Alpen? Ich glaube, dass alles zwei Seiten hat. Nicht? Und wenn du also weißt, dass am 13. März dieses Jahres ein wichtiges Ereignis in meinem Leben sich getan hat, nämlich nicht nur die Nummer 1 in Amerika, sondern die Geburt meiner Tochter, dann muss man schon sagen, Erfolg ist sicherlich was Wichtiges, auch das Geld verdienen ist wichtig, aber ich möchte nicht, dass ich irgendwann einmal heimkomme und meine Tochter sagt zu meiner Frau, Mama, wer ist denn der fremde Mann an der Tür? Das soll nicht sein. Verstehst du? Und so aber muss man, deine Platten hören, so muss man schön eine Balance finden, gell? Sag mal, gerade das ist ja so eine Geschichte. Nun bist du im Grunde ein Star, der auch einen gewissen Stil hat. Du bist ja auch so eine Art Kultfigur geworden. Und den kann man sich gar nicht vorstellen mit einem Babyfläschchen am Abend oder irgendwelche Geschichten. Bist du dann, ja, wenn du zu Hause bist, richtig Papa? Thomas, du bist gut. Babyfläschchen, die ist jetzt 4 Monate alt, gell? Die lernt jetzt Englisch, ist bereits im fortgeschrittenen Kurs. Und bevor ich nach Amerika gegangen bin, hat sie gesagt, oh, Daddy, weißt du, was du machen könntest? Könntest mir einen neuen Helikopter mitbringen, weil mein Freund hat den letzten zusammengeschlagen. Aber mach dir keine Sorgen, hab schon Schluss gemacht mit ihm. Ne? Also, die österreichischen Kinder. Das siehst du, was mich erwartet. Marco, wir hatten ja kurz Krach gehabt zwischendurch wegen Genie, aber du hast mir nachdrücklich versichert, sie lebt. Nun warten wir aufs Lebenszeichen. Die neue Single ist nicht Genie lebt. Alle warten wir ja. Wann? Genie kommt, Genie Part 2, wird heißen Genie spricht. Aha. Und wird im September mit der LP Falco 4, dem Rockalbum, kommen vor der Tournee. Wir machen große Tournee im Oktober, ja, November, gehen dann auch rüber nach Kanada, USA und nach Japan. Also volles Programm dieses Jahr. Falco, vor den Toren der Welt. Jetzt die ganz neue Single, die ist auch das neue Werk für Sommer. Also es ist nicht von einer LP, sondern ganz neu. Sound of Musik, damit hast, ja, du auch ganz geschickt deutsche und englische Elemente wieder verbunden. Wie es von Anfang an war. Wie von Anfang an, okay, gut. Er geht vor das Mikrofon. Schön, dass du da warst, Falco. Alles Gute. Tschüss. Grüß zu Hause an Frau und Kind.